erschuf der Schöpfer ein Universum, das so unvollkommen ist. Voller Elend, voller Sünde. Die Gelehrten des Himmels und der Hölle nennen diese Frage das Rätsel der Trauer. Wenn die Sünde selbst Teil des großen Plans ist, ist die Sünde dann per Definition nicht göttlich? Eine Frage für die Weisen. Doch ein besonders ruheloser Haufen hat sich eingehend mit dem Thema beschäftigt, der Nephilim. Die Brut von Engeln und Dämonen, Krieger, unerbittlich, unaufhaltsam, blutrünstig, bis sie von vier aus ihren eigenen Reihen verraten wurden. Krieg, Tod, Zorn und Hader, den vier apokalyptischen Reitern. Hör auf zu flennen, Mensch. Komm zu mir. Sofort. Willst du leben? Was? Wenn du leben willst, kann ich dich an einen sicheren Ort schicken. Relativ sicher. Berührt ihn. Schwachköpfe. Ein Wunder, dass sie so lange über die Erde herrschen konnten. Hier riecht es nach Tod. Glaub mir, wir haben uns vor 1000 Jahren mal ein Zimmer geteilt.
Du beobachtest wirklich aufmerksam, Beobachterin. Aber in Wahrheit sieht er noch schrecklicher aus. Ich glaube, mir wird schlecht. Thank you.
Zu treffen, um ihn unausweichlich zu vernichten. Bei so viel Eigen. Ich versuche es nicht allzu sehr zu genießen. Oh, das ist bedauerlich. Ha ha ha!
Seite. Steh auf! Hörre! Schon witzig, woran du dich erinnerst, zwischen deinen Schreien. Meine Geschwister und ich haben dich immer den Dummkopf genannt. Je härter du kämpfst, desto stärker ich werde dich in Stücke reißen! Du glaubst, du wärst blutlos? Du hast kaum an der Oberfläche gekratzt. Dann lass mich tiefer graben! Wir wurden reingelegt. Krieg. Die anderen. Hier sind größere Mächte am Werk. Beobachterin. Hilfe. Herren! Etwas stimmt nicht mit der Welt. Die empfindliche Ordnung ist gestört. Schritt 4. Ich frage nun, Engel und Dämon, seid ihr aus freiem Willen hierher gekommen? Die Grundsätze der Aushöhlung verlangen es so. Ja, Fürst des Abgrunds. Ich auch. Ihr beide kämpft diesen Krieg seit Anbeginn der Zeit. Ihr seid müde, doch die Unsterblichkeit gönnt euch keine letzte Ruhe. Allein der Fürst des Abgrunds kann euch dieses Geschenk gewähren. Die letzte Erlösung. Eure Seelen werden nicht mehr immer wieder in den Kampf für Himmel und Hölle geschickt. Sie gehören jetzt mir. Und ihr seid endlich frei. Feiglinge! Die ungestüme Kreatur erwacht. Verblendete Schachfigur des feurigen Rates. Weißt du überhaupt, wo du bist? Ich weiß genau, wo ich bin. Der Gestank verrät dich. Der Abgrund ist selbst eine Hölle. Wohl wahr. Doch nur ich allein herrsche darüber. Was hast du ihnen angetan? Nichts, das sie nicht gewollt hätten. Ich sehe dir deine Ungewissheit an. Die wahren Folgen dieses sogenannten Kriegs um das Gleichgewicht übersteigen deinen Verstand. Vielleicht sollte ich dich aushöhlen. Eine Beobachterin. Das bestätigt, was ich bereits vermutet hatte. Du bist nur eine Marionette. Der Rat benutzt dich für seine eigenen Machenschaften. Genug! Im Gegensatz zu dir bin ich nicht hier, um mich zu bereichern. Die 7 Todsünden müssen ein für alle Mal besiegt werden, um das Gleichgewicht zu schützen, das du so verhöhnst. Ich lasse mich nicht aufhalten. Sie spricht die Wahrheit, mein Fürst. Und sie ist beharrlich, gelinde gesagt. Deine Worte bedeuten mir nichts. Sie stinken nach Lügen. Gleichgewicht.
als ein Kampftest. Eine Demonstration, Reiter. Du bist immer schnell kampfbereit. Die Peitsche gezückt. Wahre Rechenschaffenheit erfordert wahre Einsicht. Wenn das ein Test war, hast du dich zwischenstanden. Einem hohen Impuls zu widerstehen, zeigt eine ganz andere Art von Stärke. Spar dir die klugen Worte. Ich kenne meine Stärke. Und wenn ich sie dem Rat demonstriere, werde ich allein die Reiter anführen. Die Sieben werden zerstört. Ebenso wie ihr Ziel, die Welt noch schlimmer zu machen als die Apokalypse, die wir bereits kennen. Nun denn. Das hier wirst du brauchen. Eine Flammenfähigkeit? Zu welchem Zweck? Selbst ich weiß, dass man sich manchmal für eine Seite entscheiden muss. Nimm diese Waffe in dem Wissen, dass ich meine Wahl getroffen habe. Doch beherzige dies, Reiter. Das Universum hat so viele Gesichter. Dein Überleben hängt von dem ab, was du hier gelernt hast. Du musst über das hinausschauen, was dir aus dem Spiegel entgegenblickt. Gut. Können wir jetzt gehen? Noch nicht ganz. Wir müssen noch über Abraxas reden. Abraxas? Ein Dämonenwichtigtuer. Wenn die Erde intakt bleiben soll, muss er beseitigt werden. Er gefährdet dein Gleichgewicht. Seine Seele muss zu mir gebracht werden. Verstehe. Und das soll ich übernehmen. Wer könnte es besser? Ich ziehe es in Betracht. Keine Garantie. Dann hinfort mit dir und deiner Beobachterin. Auf ihrem Weg, die sieben Todsünden wieder einzufangen, ist ihr nächstes Ziel die Unterwelt. Einst waren es normale U-Bahn-Schächte, nun sind sie das Zuhause von Dämonen. Fury bahnte sich ihren Weg durch die Tunnel. Nach einiger Zeit konnte sie die nächste Todsünde ausmachen. Trägheit. Kurz bevor sie ihn erreichen konnte, tauchte auf einmal Zorn auf, der sich im Kampf mit einigen Engeln befand. Nachdem er den Kampf für sich gewinnen konnte, wendete er sich Fury zu. Diese konnte Zorn aber nicht besiegen. Bevor er jedoch den finalen Schlag landen konnte, verschwindet Fury. Sie landet im Reich des Fürsten des Abgrunds, wo sie ihm helfen soll, den Dämonen Abraxas zu töten. Die Frage ist, was verfolgt er wirklich? Will er wirklich nur helfen oder hat er etwas anderes vor?